Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Web-Talk, heute zum Thema Kunst und Kultur. Und wie finde ich das denn unter freier Lizenz? Weil ja, ganz häufig kann man Inhalte im Netz finden, die zwar von zum Beispiel Museen sind oder irgendwelche Galerien lassen, Einblicke gewähren in ihre Dinge, aber manchmal oder sehr oft ist das eben nicht weiterverwendbar. Und uns interessiert das hier natürlich ganz besonders, wie man Dinge finden kann, die man dann eben auch gestalten kann, die man in andere Einsatzzwecke überführen kann, mit denen man halt eben weiterarbeiten kann. Und dazu habe ich euch heute ein paar Dinge mitgebracht. Ich nehme euch mal wieder mit auf so eine kleine Reise. Und dazu gebe ich jetzt einmal meinen Bildschirm frei. Dann könnt ihr gleich mal gucken, was ich da mitgebracht habe. So, jetzt hoffe ich. Ah, ich muss das eben nochmal neu starten. So. Ja, manchmal ist das mit der Technik so eine Sache. Da kann man vorher üben. Und dann passieren doch Dinge. Also jetzt seht ihr meinen Bildschirm und hier dann jetzt auch also unsere Präsentation für heute, die ihr halt immer so als Linkliste verstehen könnt, um sie hinterher zu verwenden, damit ihr die Sachen auch wiederfindet, die ich euch so zeige. Genau. Ich möchte euch gerne als erstes mitnehmen in die Niederlande. Dort findet man nämlich im Rijksmuseum ein paar ganz großartige Dinge, die sehr viel Spaß machen. Und darum geht es mir eigentlich heute vor allen Dingen, dass ich euch gerne Dinge zeigen möchte, die von anderen Leuten schon verwendet wurden oder aber die ihr auch für eure eigenen Projekte verwenden könnt. Das Museum in Amsterdam bietet nämlich über die Funktion Rijksstudio an, dass man sich eine eigene Kollektion von Inhalten zusammenlegen kann, die man eben auf Materialien zurückgreifen kann, die unter einer freien Lizenz stehen, in diesem Fall unter CC Zero. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu sagen, dass man, ich stelle das mal um auf Englisch, dann kam es vielleicht ein bisschen leichter. Das eine ist die Möglichkeit, dass wir den Datenbestand durchsuchen können in Search und dann aber auch in die Funktion Explore gehen können. Und damit haben wir die Möglichkeit, uns zum einen die Bilderzusammenstellungen von anderen Besucherinnen und Besuchern anzuschauen, die ihre ganz eigene Kuratierung gemacht haben. Ihr kennt ja vielleicht den Effekt, also hier in Bremen ist es gerade tatsächlich passiert, dass das Museum einmal umgeräumt wurde und man die Bilder dort neu sortiert und gehangen hat und damit irgendwie den bekannten Bestand nochmal ganz neu präsentiert hat. Und so ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Hier gibt es also Nutzerinnen und Nutzer, die gesagt haben, ich möchte gerne mir meine Auswahl von verschiedenen Sammelstücken zusammenstellen. Das ist also ziemlich spannend. Hier findet man zum Beispiel einen Bestandteil, der das eben zulässt. Das ist ziemlich nett. Es gibt hier zwei Funktionen. Einmal kann ich mir einfach die Routen von anderen Benutzern anschauen oder auch eine eigene Kreation machen. Das kann man machen, indem man sich einloggt auf der Museumsseite und eben einen eigenen Nutzer-Account anlegt. Was bei diesem Museum auch noch extrem spannend ist, ist, dass sie sehr offensiv umgehen damit, dass ihre
Werke in extrem guter Auflösung zur Verfügung gestellt werden. Was kann man denn damit anfangen? Ich gehe mal so einfach zum Spaß auf eines der Werke, die uns hier angezeigt werden. Und ich werde jetzt hier auch als erste Nutzerin eingeladen, eine Tour mitzumachen. Das mache ich jetzt gerade mal nicht, sondern ich möchte mir mit euch zusammen dieses Bild hier anschauen. Und dieses Bild hier bietet ja eine ganze Menge an Detail. Und ich habe die Möglichkeit, mir zum einen ganz viele Informationen zu diesem Werk anzuschauen, zum anderen aber auch es für mich zu entdecken, so wie es für mich vielleicht interessant wäre. Und zwar kann ich hier sagen, ich möchte einen Ausschnitt dieses Werkes mir anschauen. Und dann seht ihr schon, was passiert, wenn ich diese Schaltfläche auswähle. Dann kann ich sagen, ich möchte mir hier diesen Streit zwischen Hund und Katze vielleicht als eigenständiges Bild abspeichern. Wenn ich eingeloggt bin, kann ich das tun. Ich kann mir das auch noch so ein bisschen zuschneiden, wie es für mich vielleicht gerade passt. Und dann kann ich das abspeichern, wenn ich eingeloggt bin. Jetzt gerade bin ich nicht eingeloggt, deshalb wird es nicht funktionieren. Aber ich könnte also diesen schon vorgefertigten Ausschnitt nehmen und damit, ich springe da mal wieder raus, und damit könnte ich dann zum Beispiel mein eigenes Produkt kreieren. Diese Bilder sind hier ja bereitgestellt unter der Lizenz CC0. Das heißt, ich kann mit zum Beispiel einem Ausschnitt aus einem Werk ein Produkt kreieren, meinetwegen ein Kopfkissen bedrucken oder sonst irgendwas oder eine Handyhülle, was auch immer, sodass man hier also eine ganze Menge Möglichkeiten hat. Und ja, dieses Museum geht mit solchen Möglichkeiten sehr offensiv um. Es gab auch schon Wettbewerbe, wo halt die interessantesten, ausgefallensten Ideen prämiert wurden. Also das ist durchaus eine interessante Variante. Was man auch machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will Darstellungen von Tieren sammeln auf unterschiedlichen Werken, dann kann man entsprechend den Museumsbestand auch danach durchsuchen. Das geht eben über die Suchfunktion, die ich euch eben am Anfang einmal vorgestellt habe. Genau, also diese Funktion hier lässt sich auch noch in den nicht virtuellen Raum übertragen. Man kann sich nämlich seine Lieblingsbilder zusammensuchen, schon online, sich abspeichern und daraus eine Tour zusammenstellen, die man dann vor Ort ablaufen kann, sodass man praktisch wie so einen kleinen Wegeplan bekommt, wo denn die einzelnen Werke hängen, damit man sie dann auch in ihrer ganzen Pracht bewundern kann. Also das ist eine der Möglichkeiten, die wir hier in diesem Rijksmuseum in Amsterdam haben, um eben Bilder zu finden aus ganz unterschiedlichen Epochen, aber auch andere Objekte. Also sehr spannender Ansatz und auch ja, sehr gut und einladend gemacht. Genau, was ihr hier sehen könnt, ist ein Detail aus einem der Bilder, das eigentlich eine große Vase mit einem bunten Blumenstrauß zeigt. Und da sind aber so kleine Details im Hintergrund, die ich hier mal spaßeshalber ausgeschnitten habe. Genau. Dann gibt es noch ein Projekt, das extrem spannend ist. Das ist im Rahmen eines Kunstprojekts entstanden. Es hat dieses Projekt hier nennt sich Antlitz Ninja. Ich klicke da mal drauf, damit ihr auf die Webseite geleitet werdet. Es ist entstanden im Rahmen von Coding Da Vinci. Das ist ein Wettbewerb, der jährlich oder halbjährlich stattfindet und der damit
arbeitet, offene Daten, in diesem Fall aus Museen, zusammenzuführen, um zum Beispiel einen Generator für Porträts zu schaffen. Und was man hier halt machen kann, man kann auf den Bestand von verschiedenen Museen zurückgreifen und sich Gesichter zusammenpuzzeln. Das geht ganz einfach, indem ich hier draufklicke und feststelle, bei diesem Porträt ist die Nase leider falsch rum. Dann kann ich sie auch umdrehen und mal gucken. Dann gefällt mir vielleicht die Anschlusspartie nicht. Dann schauen wir doch mal, ob es damit besser aussieht. Ja, oder diese Nase ist doch ganz hübsch, aber der Mund passt mir jetzt nicht dazu. Gucken wir doch mal, ob wir hieraus vielleicht ein nettes neues Werk erschaffen können. Das ist doch vielleicht ganz gut, wenn wir das ein bisschen vergrößern. Das kann man hier mit dieser Lupe machen. Dann haben wir ein ganz neues Gesicht erschaffen. So. Bisschen die Anschlüsse versäubern und jetzt haben wir aus drei verschiedenen Werken ein Bild gebaut, das man sich herunterladen kann und zu dem man eben auch Informationen bekommen kann. Bei den Bildern, die wir jetzt hier sehen können, handelt es sich um Werke aus dem Städelmuseum in Frankfurt. Die haben einen großen Teil ihres Bestandes eben auch unter einer freien Lizenz freigegeben. Meistens sind das Bilder unter CC BY SA. Das Metropolitan Museum of Art in New York ist der mittlere Teil dieses Gesichtes, hat seinen Bestandteil unter CC 0 freigegeben und der unterste Teil kommt auch wieder aus diesem Museum, sodass ich also hier etwas zusammengepuzzelt habe, über das ich schon ein bisschen Informationen habe. Das ist also eine ganz spannende und interessante Spielerei, die man vielleicht auch weiter verwenden kann, je nachdem, was einem dazu einfällt, vielleicht ein Unterrichtssettings oder wie auch immer. Also man könnte hier an diesem Beispiel vielleicht gut verschiedene Epochen erkennen, wenn man sich entsprechend auskennt oder das eben zum Thema machen, welche Wirkung die einzelnen Ausschnitte auf den Betrachter haben können oder was auch immer euch dazu einfällt. Es gibt bei dieser Anwendung auch noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Man kann nämlich auch einzelne Museumsbestände auswählen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte kein Werk dabei haben, das unter der eingeschränkteren Lizenz CC BY SA steht, dann kann ich das eben auch abwählen und bekomme dann halt von den anderen Museen entsprechendes Bildmaterial zugeliefert. Und kann dann damit entsprechend weiterarbeiten. Also ihr seht, das ist eine interessante Spielerei und zeigt zum einen eine Anwendungsmöglichkeit für Bilder unter einer freien Lizenz an und gibt gleichzeitig eben einen Einblick darin, was man alles machen kann, wenn man eben durch urheberrechtliche Beschränkungen nicht sehr eingeschränkt ist, sondern im Gegenteil große Freiheiten darin hat, Dinge zu tun. Und im Fall der hier mitwirkenden Museen eben auch die Schnittstellen bereitstellt, damit Menschen sich so etwas wie dieses Antlitz Ninja ausdenken können. Ihr findet in den Folien neben dem Link zu der Anwendung auch die Links zu den einzelnen Museen, sodass ihr da halt entsprechend euch weiter durchschauen könnt. Also jede einzelne dieser Quellen ist schon für sich genommen sehr interessant, weil sie halt auf sehr unterschiedliche Art und Weise aufbereitet einen Zugang in ihren Museumsbestand erlauben, der sicherlich auch sehr interessant ist für euch zum Stöbern und Weiterarbeiten. Genau, dieses Coding Da Vinci hatte ich ja schon erwähnt. Ihr findet auf unserem,
ich sage jetzt mal, befreundeten Projekt OER Info eine Vorstellung des Projektes. Und zwar gibt es dazu einen Vortrag. Ich zeige euch einmal kurz die Seite, wo jemand erzählt, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam und der halt überhaupt Grundwissen gibt zur Verwendung von offen verfügbaren Kulturdaten. Also das ist ein extrem interessanter Talk, den ich euch an dieser Stelle gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Ist entsprechend halt auch mit verlinkt, damit ihr das nachschauen könnt. Genau, der Wettbewerb selber, falls jemand Ambitionen hat, läuft jährlich. Wie gesagt, ich habe nicht ganz im Kopf, ob zweimal oder einmal im Jahr, aber halt sehr regelmäßig, sodass man hier nicht nur Inspirationen finden kann, wie man Dinge verwenden kann, wie eben das vorgestellte Antlitz Ninja, sondern auch, ja, welche Dinge man so mit offenen Kulturdaten anstellen kann. Also extrem interessant und spannend und schaut da gerne mal vorbei. Ein anderer Ansatzpunkt, der für diejenigen von euch interessant sein könnte, die jetzt sagen, naja, so Bilder und Materialien unter freier Lizenz sind ja irgendwie ganz schön, aber wie kann ich denn jetzt tatsächlich irgendwie Projekte umsetzen mit zum Beispiel Kindern und Jugendlichen, was kann ich denn so an Theaterarbeit machen und so. Ihr könnt euch gerne den leider Archivmodus der Kunstlabore anschauen und euch auf der Seite, zu der ich euch jetzt auch einmal kurz mitnehme, die sich, wie gesagt, leider schon im Archivmodus befindet, Projekte anschauen, die hier entstanden sind. Die Kunstlabore sind sehr vielfältig gewesen. Es gab halt die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche dort sich in verschiedener Art und Weise ausgedrückt haben über Theater, Film, über, ja, auch wie ihr hier in diesem kleinen Film sehen könnt, das Machen von Dingen und so weiter. Also das ist ganz spannend und sehr viele der Materialien, die zur Vorbereitung bei den Schülerinnen und Schülern verwendet wurden, sind auch unter einer freien Lizenz zugänglich. Also nicht alles an diesen Projektideen kann man sozusagen eins zu eins nachbauen, aber es gibt eine Menge Anregungen und einiges von diesem Material ist eben unter freier Lizenz zum Nachmachen und Weiterentwickeln für euch da. Das Getty-Museum habt ihr vielleicht mitbekommen. Es gab ja jetzt gerade einige Initiativen, wo Leute Kunst nachgestellt haben, entweder sich selbst inszeniert haben wie ein Werk aus der Kunst, das sie besonders inspiriert hat oder so. Auch im Getty-Museum gab es eine entsprechende Challenge, die ausgerufen wurde. Man wurde hier aufgefordert, ein Kunstwerk mit drei Haushaltsgegenständen nachzubilden. Ich habe euch das mal entsprechend dokumentiert. Und auch das eine ziemlich kreative Art und Weise, sich Kunst und Kultur zu nähern. Hier also ein, tja, was ist es? Holzperlen, Linsen und Knete, glaube ich, um ein Kunstwerk nachzubilden. Durchaus interessant und führt euch eben auch zu dem Bestand des Getty Museums, um sich da nochmal weiter in den Beständen umzuschauen und die Kultur zu finden. Die Webseite, die ich euch gerade gezeigt habe mit der Challenge, ist die praktisch der Blog des Museums, wo sie von ihrer Arbeit berichten. Das Museum selber hat auch eine sehr klassische Suchfunktion, wo man halt nach Epochen, nach Materialien,
suchen kann und ja, wo man halt die Bilder, die man finden kann, auch entsprechend herunterladen kann, weil sie eben als Public Domain gekennzeichnet sind. Das ist also durchaus eine sehr interessante Geschichte, die ich euch auch nochmal zu weiteren Forschung empfehlen kann. Also wenn ihr hier drauf schaut, das ist ein eher klassischer Suchansatz. Ich denke, diese Form der Suche ist euch aus Bibliothekszusammenhängen bekannt. Hier kann man die Resultate filtern nach verschiedenen Medientypen oder auch nach bestimmten Topics, also Themen oder auch Werke von Künstlerinnen und Künstlern oder Orten und so weiter, sodass man halt auf diese Art und Weise seine Suche ein bisschen einschränken kann. Wenn man also sich für Münzsammlungen besonders interessiert, dann macht es natürlich Sinn, entsprechende Dinge hier auch einzugrenzen. Genau, auch das, was ihr hier findet, steht unter freier Lizenz, meistens im Public Domain, sodass ihr mit den hier gefundenen Materialien gut weiterarbeiten könnt. Ein sehr spannendes weiteres Projekt beim Getty Museum ist, dass hier eine Schnittstelle bereitgestellt wurde, um Kunst in ein Computerspiel einzubauen. Und auch das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, dass man halt so zwei Kunstformen miteinander verknüpft, eben die moderne Form des Videospiels mit der traditionellen Form von Malerei in diesem Fall. Ein spannendes Projekt, was ich euch auf jeden Fall zum Erkunden ans Herz legen möchte. Zum Nachbauen wahrscheinlich ein bisschen komplex, aber naja, man kann ja mal große Ideen entwickeln und schauen, wie man die entsprechend umsetzen kann. Ein ebenfalls interessanter Ansatz ist der jährlich stattfindende Wettbewerb der Europäer. Ihr seht hier ein Beispiel für ein GIF, was ja eine sehr populäre Kunstform gerade bei jüngeren Menschen ist. Und hier findet sich also nicht nur der Datenbestand sozusagen sachlich präsentiert der Europäer als Hintergrund, sondern eben auch ein Anwendungsvorschlag aus diesen vielen Kunstschätzen, die man da so finden kann, eben etwas Neues zu kreieren, in diesem Fall also GIFs. Ziemlich interessant. Dieser Wettbewerb findet, wie gesagt, jährlich statt. Es gibt auf Instagram die Ankündigung, dass eben dieser Wettbewerb auch im Oktober 2020 nochmal stattfindet. Ja, ich bin gespannt, ob es tatsächlich so sein wird und wer Lust hat, daran teilzunehmen, kann das natürlich sehr gern tun und sich zum Beispiel auf der Webseite das entsprechende Material als Rohmaterial einmal anschauen. Und deshalb bin ich mit euch einmal auf diese Seite gegangen, weil hier schon sehr schön vorsortiert sind verschiedene Fundquellen für Materialien, die unter einer freien Lizenz sehr häufig unter CC0 stehen und die auch schon ein bisschen vorkategorisiert sind, sodass man halt ungefähr weiß, also ich möchte gerne ein GIF erstellen aus japanischen Holzschnitt, dann kann ich halt hier diesen Link verfolgen oder ich habe vielleicht andere Ideen und möchte eher Dinge
anschauen, die vielleicht, was weiß ich, mich hier in die Welt der historischen Mode führen oder wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall sehr gut schon mal vorsortiert und bietet euch die Möglichkeit, entsprechend unter den vielen, vielen Angeboten verschiedener Museen und anderer Orte eben zurückzugreifen auf den Datenbestand. Also das ist auf jeden Fall sehr umfassend, wie ihr sehen könnt, und auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Leute, die Lust haben, sich noch weiter in dieses Thema von wo finde ich freie Bilder und ja andere Materialien aus der Kunst und Kultur entsprechend ja, zu finden und damit weiter umzugehen. Die Europäer selber hat auch eine Webpräsenz. Wenn ich jetzt schlau genug war, dann habe ich die gleich dahinter verlinkt. Genau. Ich nehme euch auch hier nochmal mit auf die Webseite der Europäer. Das ist eine Webseite, die, wie der Name schon verrät, finanziert von der Europäischen Union ist und die sich auf die Fahnen geschrieben hat, europäische Kulturinstitutionen darin zu unterstützen, ihre Bestände zu digitalisieren und unter freien Lizenzen bereitzustellen. Und hier gibt es also zum einen Sammlungen, zum anderen aber auch Ideen für Lehrerinnen und Lehrer, sodass man hier mit unterschiedlichen Nutzungszwecken im Kopf schon mal durch die Gegend laufen kann und ansonsten sich halt ganz viele ja, virtuelle Ausstellungen anschauen kann und die halt entsprechend durchsuchen kann. Also ihr seht, dass die Webseiten allesamt versuchen, euch nicht mit so einem ja, mit so einer unfassbaren Menge von Objekten alleine zu lassen, sondern jeweils so Absprungpunkte bieten, wo man eben ja wirklich schon ein bisschen vorsortiert werden kann. Denn der Eindruck, den man in einigen Museen hat, die noch nicht das Geld oder die Zeit hatten, ihre Bestände in solcher Art und Weise darzustellen, ist eben, dass man wirklich erschlagen wird von den vielen Bildern und Objekten, die da auf einen zukommen. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Genau. So, entschuldigt bitte, ich bin hier einmal auf der Maus ein bisschen hin und her gerutscht, aber jetzt habe ich Flickr, die Plattform wieder gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte. Ihr kennt Flickr vielleicht schon aus einem anderen Webtalk, wo es darum ging, Fotos und Grafiken unter freien Lizenzen zu finden. Flickr ist aber über diesen Anlaufpunkt hinaus auch noch ein Projekt, wo versucht wird, Fotoarchive zusammenzuführen. Und das können wir uns einmal anschauen. Es gibt auf Flickr eben die sogenannten Commons. Das sind Datenbestände aus Fotoarchiven, die sagen, okay, wir stellen unsere Fotoarchive zur Verfügung. Und hier werdet ihr sehen, ich gehe mal auf die teilnehmenden Institutionen, dass man hier sehr, sehr viel Material aus unterschiedlichsten Beständen findet, die hier mitmachen. Also das ist schon sehr interessant. Nicht alle von diesen Materialien stehen unter der gleichen Lizenz, sodass es sich durchaus lohnt, also bei den einzelnen Werken durchaus dann auf die Lizenz zu schauen. Aber also ihr seht, die Liste ist wirklich, wirklich lang. Man findet hier also sehr viele Fotos aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Kontexten von Werbung, Krieg, Alltagsdarstellungen, aber auch
ja, teilweise medizinische Dinge, also wirklich ja, umfassenden Einblick in die Lebenswelten eines entsprechenden Zeitabschnitts, wenn man sich das dann so sortieren möchte. Durchsuchbar sind die Commons wie bei Flickr üblich, eben durch den Suchschlitz, wo man halt einen Begriff eingibt und dann entsprechend weitergeleitet wird. Also hier gibt es eben den Suchschlitz, wo man halt dann seine Anfrage eingeben kann. Es lohnt sich hier eine Anfrage auf Englisch zu machen, eben um die Menge der möglichen Treffer entsprechend weit zu halten. Genau. Ganz neu, wenn man mitmachen möchte, sind Dinge wie das Corona-Archiv Hamburg, wo man eigene Werke hochladen kann und ein Teil einer entstehenden Ausstellung werden kann. Das Corona-Archiv in Hamburg ist nur eines von sehr vielen weltweit, die gerade entstehen. Also wenn ihr diesen Suchbegriff Corona und Archiv eingebt, dann werdet ihr mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Initiativen in ganz unterschiedlichen Orten der Welt geleitet. Dies hier, wie gesagt, ist die Initiative in Hamburg. Und es gibt auch einige Kooperationen mit weiteren Museen in zum Beispiel Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein. Also, sodass man halt hier entsprechend schauen kann, was den Menschen in diesen speziellen Zeiten so alles mitteilenswert und archivierungswert oder so erscheint. Also hier gibt es halt ganz unterschiedliche Sachen, halt von Liedern oder Texten bis hin zu Fotos, alles Mögliche. Genau, also wer mag, kann sich natürlich auch an solchen Sachen ja, beteiligen und mitmachen oder in 10 Jahren nochmal wieder drauf schauen und sich wundern, was damals alles wichtig war. Genau. So, ich habe das mal bewusst tatsächlich nicht so wichtig gemacht, diesen Punkt, welche rechtlichen Hintergründe hat das eigentlich alles? Also, ihr wisst, dass wenn ihr OER erstellen möchtet und deshalb nach Kunst und Kultur sucht, ihr eben nach Materialien sucht, die unter einer freien Lizenz stehen. In dem Bereich Kultur sind das vor allen Dingen die Lizenzen CC BY, CC BY SA und CC Zero. Und es gibt historisch gesehen von den Creative Commons dafür auch ein spezielles Siegel, was entwickelt wurde, aber keine sehr große Verbreitung gefunden hat. Also es ist gut, dass ihr es jetzt vielleicht mal gehört habt, aber wenn man so im Internet guckt nach Dingen, die halt mit diesem Siegel hier ausgezeichnet sind, dann wird man nicht besonders weit kommen. Also nette Idee aus den Anfangstagen der Creative Commons zu sagen, naja, wir geben jetzt auch noch so ein Siegel. Aber naja, ein anderer Begriff, der euch immer wieder begegnen wird, wenn ihr nach Kunst und Kultur unter freier Lizenz sucht, ist Open Glam oder auch nur Glam. Das ist eine Abkürzung für Galleries, Libraries, Archives und Museums. Also Kulturinstitutionen, die sich zum Auftrag gemacht haben, das kulturelle Erbe zu bewahren. Und ihr findet in diesen Institutionen zunehmend Menschen, die sagen, naja, wir möchten gerne unseren Bestand zum einen digitalisieren, zum anderen aber eben auch anderen Menschen unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Und diese Institutionen haben sich in dem Projekt Open Glam zusammengefunden, was ihr hier entsprechend findet. Also wer sich für diese Hintergründe zu freier Kultur interessiert, ist da gut aufgehoben.
Ansonsten der Vollständigkeit halber habe ich euch noch ein paar weitere Links mit aufgeschrieben, die ich ebenfalls interessant finde zum Weiterstöbern, für die aber heute die Zeit zum Angucken nicht gereicht hat. Aber schaut euch doch gerne nochmal weiter um und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren eigenen Projekten mit Kunst und Kultur unter freier Lizenz. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.